Sie ist die berühmteste Mumie der Schweiz. Gefunden vor über 40 Jahren in Basel. Seither rätselt die Forschung. Wer war diese Frau? Was ist ihre Geschichte? Das ist kein schönes Schicksal. Doch jetzt ist man der Wahrheit auf der Spur. Dank neuester Verfahren. Das ist großartig. Und es ist auch eine wissenschaftliche Sensation. Was sagen die noch lebenden Verwandten? Das ist ein Schock am Anfang. Und welche Überraschungen bringt der Stammbaum der alten Dame ans Licht? Einstein über das Geheimnis der Barfüßermumie. In diesen ehrwürdigen Hallen bin ich mittlerweile schon fast Stammgast. 2 Jahre lang haben wir zusammen mit Forschern Schritt für Schritt das Geheimnis der schönsten Mumie der Schweiz probiert zu lüften. Und jetzt ist es tatsächlich gelungen. Hier in der Katakombe vom Naturhistorischen Museum zu Basel ist sie. Die Urahnin von vielen Basler Persönlichkeiten. Und mehr noch, sie ist verwandt bis in blaublütige Kreise, die man auf der ganzen Welt kennt. Das alles haben wir herausgefunden dank modernster Ahnenforschung, die es auch möglich macht, dass es heute zu einem Verwandtschaftstreffen kommt. Zwischen ihr und ihrer Urgroßnichte. Grüezi miteinander und recht herzlich willkommen bei Einstein. Doch erzählen wir die unglaubliche Geschichte der Barfüßermumie von vorn. Hier in der Basler Barfüßerkirche kam sie vor 43 Jahren zum Vorschein, bei Ausgrabungen der archäologischen Bodenforschung. Und schon damals brachte sie die Forscher zum Staunen, weil sie so unglaublich gut erhalten war, bis hin zu den Fingernägeln. Eine Dame voller Geheimnisse. Einstein begleitete die verzwackte Spurensuche des Anthropologen Gerhard Hotz von Anfang an. Mein Ziel ist eigentlich, die Person zu identifizieren, zu schauen, wo gehört sie an, aus welcher sozialen Schicht kommt sie, wie hat sie gelebt, was ist ihr Name gewesen, wie hat sie ausgesehen, wie hat sie sich ernährt, was für Krankheiten hat sie gehabt. Einfach das ganze Umfeld rekonstruieren. Am Anfang lief die Spurensuche noch wie geschmiert. Aber hier ist ja die Aorta ist ja fast zu. Hier ist ja hochgradig verkalkt. Das war eine füllige Frau, die hat gut und genug zu essen, vielleicht auch fettreiche Ernährung. Das ist eine Frau, meiner Meinung nach, aus der Oberschicht. Doch bei der Analyse des Sarges begann es zu harzen. Sie lieferte zwar ein Sterbedatum, aber nicht dasselbe wie die Datierung des Mumiengewebes. Ein Widerspruch. Immerhin konnten Forensiker der Mumie ein Gesicht geben. Aber wie sie hieß, das wusste niemand. Dabei war der korrekte Name für weitere Forschungen unerlässlich. Nur mit ihm ließ sich ihr Stammbaum erschließen. Die Basler Dame macht es den Experten nicht leicht. Mit naturwissenschaftlichen Methoden ließ sich die Mumie nicht genügend Hinweise entlocken, um sie zu identifizieren. Zum Glück gab es auch noch die gute alte Archivarbeit. Dank vieler stiller Helfer weiß Gerhard Hotz heute, wer die Barfüßermumie war. Sie alle gehören zum Basler Bürgerforschungsprojekt und sind angefressene Hobbygenealogen. Unzählige Stunden durchsuchen sie die historischen Akten nach dem entscheidenden Hinweis. Ehrenamtlich, notabene. Ich würde fast sagen, Tausende von Stunden. Also zählen kann man es nicht. Es ist eigentlich der Haushalt liegen geblieben, es ist der Makler liegen geblieben. Und, ich bin zum Teil also 10-12 Stunden am Tag dran gewesen. Diana Giesin und Marie-Louise Gamma beschäftigen sich schon seit Jahren mit ihren Vorfahren. Und sie wissen, Ahnenforschung ist Knochenarbeit. Beim Durchstöbern des Archivs wird bald klar, nirgends waren die Gräber der Barfüßerkirche sauber verzeichnet. Sie wissen lediglich, an welchem Ort die Mumie in der Kirche gefunden wurde. Und wegen der verschollenen Quellen müssen sie alle Gräber mühsam rekonstruieren. Das Ergebnis? Die Mumie muss in Grab Nummer 105 gelegen sein. Jetzt haben sie einen ersten Namen. Frau Anna Katharina Bischofin des Reformierten
Pfarrersgärnlers in Straßburg? Dass man das Rätsel eigentlich haben können lösen, das ist ja schon eine grossartige Sache. Wir haben zwar eigentlich schon immer das Gefühl gehabt, wir werden sie finden. Aber wenn man es dann doch findet, ist es nochmal etwas anderes. Denn plötzlich fällt den Hobby-Genealoginnen eine weitere Quelle in die Hände. Eine ziemlich aufschlussreiche. Mit dem Vermerk Mumien. Und weiter oben wieder der Name Bischof. Die Quellen liefern einen glasklaren Hinweis. Aber die Forscher wollen Beweise. Und dafür brauchen sie nichts weniger als eine lebende Nachfahrin der mumifizierten Frau Bischof. Also durchstöbern die Hobby-Genealoginnen weiter das Staatsarchiv, suchen nach Geburts-, Hochzeits- und Todesdaten. Angefangen hat es bei ihnen wie bei allen, mit der Suche nach den eigenen Vorfahren. Heute sind sie vom Forschervirus infiziert. Es gefällt mir auch die alten Bücher, der Geschmack und es ist ja wie Rätsel lösen mit dieser Schrift. Das Fleisch am Knochen, das sind die ganzen Geschichten rundum bei diesen Personen, die man findet. Also es ist ein echtes Detektivspiel und das fasziniert einem schon. Doch war sie tatsächlich Anna Katharina Bischof, von den Forschern auch liebevoll Sanaketi genannt? Das kann nur der Stammbaum zeigen. Gesucht ist eine Nachfahrin aus der mütterlichen Linie und diese führt zu einer gewissen Rosmarie Riechner. Ist sie die Richtige? Mit einem ganz anderen Namen? Das allein spielt keine Rolle, denn geht man von Mutter zu Tochter, ändern die Namen sowieso immer. Schon allein die Vorstellung, mit einer Mumie verwandt zu sein, ist nicht ganz alltäglich. Das ist ein bisschen ein spässiges Gefühl, ja. Das ist ein bisschen spässig, aber man muss sich daran gewöhnen auf eine Nacht. Das ist ein Schock am Anfang. Und das muss schon ein paar Tage, bis man realisiert, was das bedeutet. Ein DNA-Test soll definitiv zeigen, ob Rosmarie Probst-Riechner mit der Mumie verwandt ist. Am Wattestäbchen bleiben Zellen der Schleimhaut kleben. Und aus denen können die Forscher die DNA isolieren. Im Prinzip funktioniert das gleich wie bei der Suche nach einem Schwerverbrecher. Das ist mir ganz wurscht. Ich habe ein gutes Gewissen, ich habe niemals umgebracht und ich habe niemals bestohlen. Also von mir aus kann man Tests mit DNA machen. Sie finden nicht Böses aus über mich. Die Probe wollen die Forscher mit einer Probe der Mumie vergleichen. Hier natürlich nicht mit einem Wattestäbchen. Sieht noch recht gut erhalten aus. Bei Skeletten neigt man dazu, heutzutage ans Felsenbein ranzugehen. Das ist ja bei Mumien. Könnte man hier ran, aber das ist mir ein zu stark invasiver Eingriff. Ich würde die Fußknochen vorschlagen, müssen wir hier keinen Eingriff machen. Scheint ja noch sehr gut erhalten zu sein. Also die sind ja auch vollständig noch. Zellen sind keine mehr erhalten im Knochen. Es sind aber noch sozusagen die Reste des Erbguts im Knochen sozusagen verteilt. Man weiß gar nicht, ehrlich gesagt, genau wo das steckt, aber man nimmt an, dass die DNA-Bruchstücke sich im Knochen etwas hineindiffundieren. Und dadurch, dass man dann den ganzen Knochen analysiert und daraus das Erbgut extrahiert, findet man auch dann die fragmentierte DNA. Dieser Knochen soll es also beweisen. Enthält er tatsächlich dieselbe DNA wie bei Frau Riechner? Die Tests werden im rechtsmedizinischen Labor in Lausanne durchgeführt. Aus dem Stäbchen wird die DNA von Rosmarie Probst-Riechner isoliert und mit derjenigen der Mumie verglichen. Um es noch einmal zu verdeutlichen, gesucht war eine weibliche Nachfahrin. Das war nicht so einfach, denn die Töchter der Mumie hatten nur Söhne. So müssen die Forscher über die Vorfahren eine durchgehende weibliche Linie suchen. Sie gehen 7 Generationen zurück, immer von der Tochter zur Mutter. Und dann wieder 15 Generationen vorwärts. Erst nach ganzen 22 Generationen entdecken sie eine heute lebende Nachfahrin. Bei ihr isolieren sie ein winziges Stück DNA, das nur von Mutter zu Tochter vererbt wird, über die Eizelle. Im Ei finden sich kleinste Zellteile, sogenannte Mitochondrien. Und diese enthalten ihre eigene DNA. Vergleicht man diese DNA, dann sollte sie bei weiblichen Verwandten gleich sein.
auch wenn 22 Generationen dazwischen liegen. Wir sind auf dem Weg ins Labor von der Uni Lausanne. Die DNA von der Rosmarie Probst-Reichner zu analysieren, das war schnell gemacht. Standard. Aber bei einer jahrhundertealten Mumie ist das komplizierter. Darum haben wir lange auf DNA-Resultate gewartet. Herr Hotz, seit 2 Jahren warten Sie auf diesen Moment. Was geht gerade vor Ihnen? Ich bin ein bisschen nervös, ich bin total gewundrig und ich möchte endlich das Resultat haben. Also, Sie kommen zu mir. Hallo. Hier die Resultate. Alles, was grün ist, stimmt überein. Das Rote, da gibt es eine Differenz. Aber bei so viel Übereinstimmung ist klar, dass das schon stimmt mit der Mumie. Die Nachfahrin Rosmarie Probst-Reichner ist also sicher verwandt. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit stimmt das? Dank dieser Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit bei 99,8%. Das ist sensationell. 99%. Wir haben 2 Jahre geforscht. Es war viel Arbeit, um das zu erreichen. Für mich ist das eine große Sache. Ich bin total aufgeregt. Es ist wunderbar. Es ist ein super Resultat. Merci beaucoup. Es war also die DNA der Mumie, die Anne-Käthe Bischoff zweifelsfrei überführt hat. Und DNA kann noch mehr. Sie verbindet im Prinzip jeden von uns mit unseren Urahnen. Ein gefundenes Fressen für Firmen, die einen regelrechten Trend zur Ahnenforschung ausgelöst haben. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Eine Reise durch jahrhundertealte Stammlanden bis zu den ganz persönlichen Urahnen. Und das nur mit einem Röhrchen voller Spucke. Ein großes Versprechen. Kein Wunder faszinieren diese Tests. Doch was bringen sie wirklich? Wow, look at me. Caucasus? What? Yeah. So I'm a Muslim Jew. Eastern Europe? Der Test ist genau derselbe wie bei unserer Mumie. Nur haben schon hunderttausende Menschen Spucke abgegeben und so entstand eine riesige DNA-Datenbank. Auch das Erbgut aus alten Gebeinen fließt mit ein. Von Forschern auf der ganzen Welt entdeckt und gesammelt. Wer also solch kommerzielle DNA-Tests macht, der wird mit uralten Proben verglichen. Bis hin zu den ersten Menschen Europas. Denn jeder, der je einen Fuß auf europäischen Grund gesetzt hat, hinterließ Spuren in unseren Genen. Vor über 40.000 Jahren kamen aus Afrika die ersten Menschen nach Europa. Sie waren Jäger und Sammler. Die nächste Welle kam aus Anatolien. Diese Einwanderer führten vor 7500 Jahren den Ackerbau in Europa ein. Jetzt haben Genetiker weitere Einwanderer entdeckt. Vor 4800 Jahren kamen die Steppennomaden mit Wagen und Pferd. Und sie alle lassen sich heute noch im Erbgut der Europäer nachweisen. Mit anderen Worten, die DNA jedes Menschen enthält die Spuren all seiner Urahnen. Doch was würde so ein Test in Bezug auf unsere Mumie bringen? Was verrät er über die Herkunft von Anne-Käthe Bischoff? Wir wollen es wissen und schicken ihre DNA der Schweizer Firma Igenia. Resultat? Von den Germanen soll sie abstammen. Und ihre mütterliche Vorfahrin soll in Mittel- oder Nordeuropa gelebt haben. Wir zeigen den Mumientest einem der führenden Forscher auf diesem Gebiet. Das Resultat begeistert Genetiker Johannes Krause gar nicht. Also ich halte das für sehr problematisch. Wir wissen gar nicht, wie die genetische Zusammensetzung der Germanen war. Wir wissen auch nicht, wie man überhaupt Germanen genetisch definieren könnte.
Das ist so, als ob ich Deutsche definiere oder Schweizer genetisch. Das geht gar nicht. Wir wissen heute, 30% der Schweizer haben einen Migrationshintergrund. Ich kann Europäer sicherlich von Menschen südlich der Sahara unterscheiden, aber schon einen Europäer von einem Menschen aus Algerien, Marokko oder Libyen zu unterscheiden, wird gar nicht so leicht sein. Die Testresultate stammen aus Zug. Joël Abda leitet die Firma Igenia und versendet täglich Dutzende solcher Ergebnisse. Was sagt der europäische Marktführer zum Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit? Ja, das ist sehr ein wissenschaftlicher Test. Und auch die Aussage, dass das ein German muss gewesen sein, ist auch eine wissenschaftliche Aussage, die basiert auf öffentlichen Publikationen. Gene von Germanen findet man mit diesem Test tatsächlich. Nur ist der Begriff Germanen nicht bei allen Wissenschaftlern gern gesehen. Es ist ein etwas reißerischer Sammelbegriff für Teutonen, Alemannen, Franken, Angeln, Sachsen und viele mehr, die damals eine germanische Sprache hatten. Aber solche Schlagwörter ziehen halt bei der Kundschaft. Es ist ein Lifestyle-Produkt in dem Sinn, aber schon ein wissenschaftliches Lifestyle-Produkt. Mit mehr Mumien-DNA könnte die Firma noch einiges mehr liefern. Tiefere Einblicke in die Vergangenheit. Genetiker Krause sieht sich ein x-beliebiges Beispiel an. Die Herkunft wird in Wolken dargestellt. Diagramme entschlüsseln den Mix unserer Vorfahren. Auf solchen Daten basierend können Firmen wie Igenia ihren Kunden eine ganz persönliche Zeitreise liefern, bis zu den ersten Menschen Europas. Als Spaßfaktor ist es auf alle Fälle interessant. Wichtig ist, dass man auch sieht, man ist ein Potpourri, man kommt aus unterschiedlichen Teilen Europas und nicht nur von einer Stelle und von einer Population. Und ich denke, das ist für Leute sicherlich auch interessant, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, dass wir alle im Prinzip eine große Familie sind in Europa und dass wir im Prinzip nicht eine Blut und Erde, unsere Familie hat schon immer hier gewohnt und so war seit 10.000 Jahren. Ganz klar zeigt die Genetik, dass das nicht so ist. Und ich denke, auch diese Analysen werden in diese Richtung gehen. Ein nicht ganz billiger Spaß. Das ganz persönliche Urahnen-Potpourri kostet satte 549 Franken. Wir wollen nicht nur genetisch alles über die Zahnenkette erfahren, sondern auch das Rätsel von ihrer Todesursache endgültig lösen. Die Rückseite von ihrem Körper könnte Hinweise dazu geben. Darum wollen die Forscher die fragile Mumie zuerst mal seit Jahren umdrehen. Sie bittet sie vorsichtig auf ein Küssi. Die Anspannung im Raum ist fast greifbar. Von dem her nimmt es natürlich schon Wunder, wie die Dame auf der Rückseite ausgesetzt und dann vor allem die Kopfregion, wo wir den Verdacht haben, dass sich syphilitische Veränderungen am Schädel zeigen. Das ist natürlich hochspannend. Darum haben wir jetzt auch die verschiedenen Experten da, dass wir das untersuchen können. Das ist schon ein großer Moment. Also, ich glaube, ich bin eher wegen dem ein bisschen nervöser als jetzt wegen dem Umdrehen. Schon seit Jahrzehnten vermuten die Forscher, dass die Mumie eine Syphilis erwischt hatte. Die Behandlung damals war aus heutigen Augen etwas befremdlich. Man steckte Syphiliskranke in eine Art Sauna und bedampfte sie mit Quecksilber. Das tötete die Syphilisbakterien ab, vergiftete aber auch den Rest des Körpers. Vielleicht starb Anne-Käthe Bischoff sogar wegen des Giftes. Klar ist, ein Körper voller Quecksilber kann schlicht nicht verwesen. Er wird zur Mumie. Ja. Die Mumie liegt seit Jahren in einer sogenannten Körperschale, die sie stabilisiert. Die kommt jetzt weg. Alles gut. Ist die Schale wirklich nur draufgelegt oder noch irgendwie angemacht? Nein, die ist nur draufgelegt. Das macht man einerseits, dass man sie sehr gut im Archiv aufbewahren kann, bewegen, aber auch für Ausstellungen. So eine Körperschale ist eigentlich das Beste, was man machen kann, dass sich eine Mumie gut erhalten. Wieso hat man eigentlich bis heute nicht herausgefunden, ob es Syphilis ist oder nicht? So. Und sie sind gar konzentriert. Also uns ist die Verfärbung schon früher aufgefallen, aber es ist eigentlich typisch, dass man im Hinterkopf so eine leichte Verfärbung hat. Darum hat es für uns niemand genauer angeschaut. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man die ganz feine poröse Struktur, die sich ganz deutlich absetzt vom Rest vom Schädel. Wir sehen eben nur diese ganz feinen ganz Veränderungen, die möglicherweise durch einen Entzündungsprozess entstanden sind. Und auch bei der Syphilis ist es im Wesentlichen eine Entzündung auch der Knochenhaut, die dort eine wesentliche Rolle spielt bei den Knochenveränderungen. Ist jetzt das
ein Beweis oder zumindest ein Indiz, dass sie Syphilis gehabt haben? Oder weiss man gleich viel wie vorher? Ich habe lange daran zweifelt, dass sie an Syphilis erkrankt ist. Ich habe immer gedacht, dass die Ärzte eine falsche Diagnose gemacht haben und sie auf Syphilis behandelt haben mit Quecksilber, was eine heftige Behandlungsweise ist. Aber für mich ist jetzt eigentlich klar, die Frau hat an Syphilis gelitten und das war eine schlimme Krankheit. Also das war kein schönes Schicksal. Dank den Archiven wissen wir, vor diesen harten Jahren hatte Anne-Käthe Bischoff ein erfülltes Leben. Eine angesehene Dame war sie, eher füllig und auffällig klein, mit nur 1,42 Meter. Sie war die Tochter von Johann Jakob Bischoff. Der Basler war Pfarrer in der Gemeinde Wolfisheim bei Straßburg. Mit 19 heiratete sie Lukas Gernler, den Nachfolger ihres Vaters. Als Pfarrersfrau lebte Anne-Käthe mit ihm im Elsass. Die beiden hatten 7 Kinder, aber nur 2 Töchter überlebten. Im Alter von 77 Jahren starb ihr Ehemann. Darauf kehrte Anna-Katharina Bischoff als Witwe in ihre Heimat Basel zurück und wohnte wahrscheinlich bei ihrer Schwester. 68-jährig starb sie, wohl gezeichnet von der Syphilis, in Basel. Das alles können die Ahnenforscher den Basler Archiven entlocken. Und als Tüpfelchen auf dem I erstellen sie Anne-Käthes Stammbaum. Und was für einen! Auf dem Gebiet der Stammbaumforschung ist Hobbygenealoge Jürgen Rauber zu Hause. Mit den Daten aus dem Staatsarchiv hat er den Stammbaum von Anna-Katharina Bischoff erstellt. Seine Arbeit hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Als ich vor 30 Jahren angefangen habe, hat man einen Zettelkasten genühlt und ist in den staubigen Archiv umgestiegen. Heutzutage geht man mit dem Harddisk zum Staatsarchiv und zieht sich die elektronische Version der Kirchenbücher runter. Oder über das Internet geht man in andere Stammbäume schauen, ob man Übereinstimmungen findet. Und auf diese Art ist es viel einfacher geworden. Dank neuen Ahnenforscher-Plattformen und Programmen erlebt die Genealogie einen Boom. Die Community der Ahnenforscher unterstützt sich gegenseitig in Foren. Zudem kann Jürgen Rauber andere Online-Stammbäume aufrufen und mit seinen eigenen abgleichen. Ein willkommenes Angebot, aber es hat auch seine Tücken. Es gibt Forscher und Forscher. Solche, die in den Primärquellen, wirklich in den Kirchenbüchern zum Beispiel, gehen ihre Daten holen, die machen einen guten Job. Andere schreiben einander die Fehler auf den Daten ab. Und das ist halt dann auch der Nachteil, das verbreitet sich sehr schnell im Netz, wenn man irgendwo Fehler drin hat. Bei Anne-Käthe Stammbaum ist die recherchierte Information hochwertig und das Resultat lässt sich sehen. Anna-Katharina Bischoff ist mit allem verwandt, was in Basel Rang und Namen hat. Ihr Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater war Johannes Froben, einer der ersten Buchdrucker der Schweiz. Ihr Ur-Ur-Großonkel Johann Rudolf Wettstein schaffte es nicht nur Basel, sondern gleich die ganze Schweiz vom Deutschen Reich loszulösen. Quer durch den Stammbaum finden sich die allerbesten Patrizierfamilien. Oder, wie es in Basel so schön heißt, der Basler Deich. Familien, die das Stadtbild mit ihrem Willen prägten. Bis heute. Anne-Käthe Bischoff hat der Stadt ihren Stempel aufgesetzt. Sogar die auffälligste Architektur fußt auf ihrer erweiterten Familie. Keinen Roche-Turm und kein Novartis-Campus gäbe es ohne ihre Verwandtschaft. Denn die Gründerfamilien beider Pharmaunternehmen finden sich in ihrem Stammbaum. Was für eine illustre Basler Runde, die unsere Barfüßer-Mumie da serviert. Jetzt ist es dann Zeit für das Verwandtentreffen der Basler Mumie. Vom Anne-Käthe Bischoff und ihrer Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßnichte. Der Gerhard Hotz will die angesehene Baslerin auch angemessen darauf vorbereiten. Sie tun es die Tüchli drauf. Wieso plötzlich? Für mich ist klar, in dem Moment, wo wir
der Dame ihren Namen zurückgeben, dass man sie nicht mehr in Akt ausstellen kann. Das war eine Basler Bürgerin. Das ist eine Frage der Pietät. Seit gut zwei Jahren probieren sie das Rätsel vom Namen dieser Mumie endlich zu lösen. Jetzt haben sie es geschafft. Wie ist das für sie? Es ist grossartig. Es ist einfach ein fantastisches Gefühl. Und es ist auch eine wissenschaftliche Sensation. Zum ersten Mal haben Ahnenforscher und Molekulargenetiker es geschafft, eine Person zu identifizieren, wo man überhaupt keinen Hinweis hatte, wer es könnte sein. Und nur dank ihrer heutigen Verwandten hat man das alles beweisen. Dank der Rosmarie Probst-Streichner aus dem Basler Teig. Frau Probst, grüezi. Hey, grüezi, Herr Müller. Grüezi, wie geht's Ihnen? Ich geht's gut, danke schön. Sind Sie schon ein bisschen nervös? Ja, kann man schon sagen. Wie wichtig ist es Ihnen denn, dass Sie jetzt etwas über Ihre Familiengeschichte erfahren? Also für mich ist es sehr wichtig, weil ich interessiere mich sehr für die Familiengeschichte. Auf beiden Seiten, also ältere Seite. Dann möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Haben wir schauen? Ja, gerne. Also, bitte schön. Dankeschön. Dass so ein Treffen überhaupt möglich ist, für das haben die Forscher vom Naturhistorischen Museum mehrere Jahre gearbeitet. Ihr wissenschaftlicher Eifer hat mich beeindruckt. Sie haben nicht aufgegeben, bis sie den Namen hatten. Und darum kommt es jetzt zum ersten Verwandtentreffen seit 230 Jahren. Das ist interessant. Das sehe ich Sie mal. Meine Urgroßtante. Ganz genau. Die Arme hat nur noch einen Zahn. Ja, sie hat die meisten Zähne am Oberkiefer verloren. Sie hat sie nicht gut geputzt. Aber sie ist faszinierend, muss ich schon sagen. Schade, dass man nicht mehr mit ihr reden kann, dass sie nicht mehr erzählen kann. Ich habe noch etwas für Sie. Eine kleine Überraschung. Möchten Sie Platz nehmen? Wir haben einen Film für Sie, der noch etwas mehr verratet. Ah, sehr interessant. Ja. Übrigens. Ist das meine Jugendstante? Das ist sie. Schöne Frau. Sie war klein, nur etwa 1,42. 1,42. Also ja, meine Großmama war auch sehr klein. Sie war schon 1,52. Und sie ist quasi farblich mit Ihnen abgestimmt? Ja. Oder? Das ist Seelenverwandtschaft. Das sieht gerade so aus. Also nehmen Sie doch bitte Platz, Frau Probst, weil etwas Kleines haben wir. Schließlich hat sie noch keinen blassen Schimmer, wer sonst noch alles mit ihrer Verwandt ist. Anna Katharina Bischofs Tochter heiratete den deutschen Diplomaten Christian Friedrich von Pfeffel. Seine Familie macht auch heute noch Weltpolitik. Ganz unten im Stammbaum findet sich dieser Name hier. Boris Johnson, seines Zeichens britischer Außenminister. Der Urenkel der Basler Mumie glaubt seine Verwandtschaft bestens zu kennen. Deutsche, Franzosen, Engländer, viele Engländer. Inklusive einer schicken Diplomatenfamilie. Auf meiner Vaterseite gibt es die von Pfeffels, angeblich so richtig noble, feine Pinkel. Leider hat der vielbeschäftigte Politiker nur äußerst selten Zeit für Interviews und ließ gegenüber Einstein schriftlich verlauten, es sei schön, von Verwandten zu hören, die man schon lange aus den Augen verloren hätte. Im Schloss Ludwigsburg ging Johnson vor ein paar Jahren mit der BBC auf Ahnensuche. Das ist ein Schloss! Ludwigsburg war das Schloss der Könige von Württemberg. Historiker Raphael Ernst hat die Ahnenlinie von Johnson minutiös durchgeackert und zeigt ihm seinen Urgroßvater. Und hier Friedrich der Erste. Und der Historiker hat noch ein Ass im Ärmel. Warte mal, König Georg II. Von Großbritannien. Also noch mal von Anfang. Er ist mein Urgroßvater. Ich bin mehr als überrascht. Total verblüfft. Georg II. Ist natürlich ein Ahne der Queen. Und wenn die Queen verwandt ist mit Boris Johnson, dann ist es auch Anne-Kathy Bischof, unsere Basler Mumie. Sie ist ihre eingeheiratete Urgroßnichte. Fast zu fantastisch, um wahr zu sein, ist aber so.
Ja, Frau Bischof. Nein, jetzt sage ich Ihnen auch schon Frau Bischof. Frau Probst. Was meinen Sie? Ich bin fasziniert. Kann ich sagen, ich habe immer schon gespürt, dass ich königliches Blut in meinen Augen habe. Das ist nicht so. Aber es ist natürlich spannend. Aber dass man so zurückgehen kann, das hat mich fasziniert, dass man das herausgefunden hat, nach so vielen Jahren. Also für mich ist es auch eine komplette Überraschung. Wenn das gehört hat zum ersten Mal, hat man dir Spinn. Und jetzt habe ich einfach das Glück, dass mein Stammbaum gefunden worden ist. Dass die Linie vom Anne-Käthi bis zu Ihnen geführt hat? Tante Anne-Käthi. Ja. Es war eine richtige Knacknuss, wo die Anne-Käthi Bischof den Forscher aufgegeben hat. Um das Rätsel zu lösen, hat die klassische Detektivarbeit im Archiv aber nicht gelangt. Es hat ein Zusammenspiel von gutem altem Quellenstudium und modernsten DNA-Analysen gebraucht. Aber auch die Beharrlichkeit der Forscher, die nie aufgegeben haben. Dafür sind sie jetzt königlich belohnt worden. Und noch ein bisschen näher zusammen. Noch ein bisschen. Ganz ein bisschen. Ei, das ist wunderbar. Auf diesem Sender geht es jetzt weiter mit NZZ-Format. Ich wünsche jetzt recht einen schönen Hinicht. Adi miteinander.